Michael Leinert hat die alte Sage vom fliegenden Holländer und deren Opernversion von Richard Wagner zum Ausgangspunkt eines Hörspiels gemacht, das heute in einem Dorf an der deutschen Nordseeküste spielt. Die musikalischen Collagen stammen von Thomas Hertel. Die plattdeutsche Übertragung unter dem Titel »De Pflegen Hollerner« schrieb Jochen Schütt. Die Personen sind Friedrich Pettersen, Fischfabrikant, Swantje Pettersen, seine Tochter, Richard Martens, ihr Onkel, der Holländer, Anna, Swantjes Freundin, die Ärztin, der Pastor, die Studienrätin, Rickmers, Polizeiinspektor, Janssen, Lokalreporter. Janssen? Wenn das nicht mehr hergibt. Um 11 ist Redaktionssitzung bis dahin. Ja, also gut, ruf ich nachher noch mal an. Ja, ist gut. Tschüss, Gerd. Hätte mich auch gewundert. Nach 10 Zeilen, damit hat sie's. Wer ist beim besten Willen nicht drin? Eigentlich schade. Die Schlagzeile auf der Titelseite hätte mir gefallen. Ich verstehe nicht, wo sie Rickmers sich nicht melden dort. Das sind nur einmal 12 Stunden. Ich kann doch auf das Telefon passen. Sie möchten morgen bitten, langen Morgen, Herr Pettersen. Ich kann doch nur nicht schlafen, Else. Aber Sie schulden es dort uns bann. Ich komme mal allein recht. Ich geh noch mal den Weg langs bitten am Bus. Mach schon wen, und sie wär doch in die Schule und kommt nur ganz normal nach Hus. Wenn da bloß kein Malheur passiert ist. Ich verstau das alles nicht, dass sie mir so was andauern kann. Ich fahr mal los und hör mich ein bisschen um. Vielleicht hat jemand die beiden gesehen. Naja, du weißt schon, das Übliche. Schule, Arzt, Pastor, Freundin. Mal sehen. Nein, noch keine Vermisstenanzeige. Das hat noch Zeit. Ja, ist gut, die Beschreibung des Mädchens haben wir ja. Es genügt erstmal. Also, dann bis nachher. Naja, Detailauskünfte darf ich Ihnen nicht geben. Das wissen Sie ja wohl. Aber allgemein gesprochen, die üblichen Kinderkrankheiten. Sonst gesund. Wirklich gesund. Sie wissen ja selbst. Die Seeluft hier, kaum Industrie. Eigentlich ein ganz normales Kind. Nicht sehr motorisch, nicht sehr temperamentvoll. Eher ein bisschen introvertiert, aber gesund. Kerngesund. Kerngesund. Ein Fundhase nicht. Das will ich für wiss. Chance? Ah, wat, mit denen ist ja auf und an mal durch die Feldmark und dort Holt loben. Anders wär doch nix. Mach wehen und die wären beten ins Warnchen verknallt. Ja. Aber Chance ist ein Burenjung. Mit so ihn has ich nie nicht wat anfangen. Letzt hiet's erlang nicht. Neid mein, sie wär ja fucken wat gediegen in der Ort, wo ich immer bloß allein bin. Ist dünn lang, Mutterseelen allein mit dem Rad den Strandweg langs, bitt nur dat ole Blinkführ hin. Da ist sie denn robkladdert und hätt da Borven's Dorn, wenn die Sünden achter die Kim versacken geh. Und kick ob die See ruht, als wenn sie ob ihnen an Töven wär. Ja, jümmer, wie Wind und Wetter. Und beten gediegen Kimi dort ja für. Nee, sie geht ja nur noch Gymnasium. Da seht wir uns nicht mehr so vogen. Schaut eins, wir wären ja früher mal echte Freundinnen. In die Wandergruppe ist sie auch nicht mehr. Ich glöf, lesen da sie wohl den ganzen Bach. Und Klaverstünden hätt sie auch. Aber anders ist sie ganz okay. Wie soll ich mich an alle Konfirmanden noch so genau erinnern? Ja doch, die kleine Pettersen ist in diesem Jahr, ja, im Konfirmandenunterricht war sie sehr, ich würde sagen, brav, nette deren. Träumerisch könnte man fast sagen, ja, aber nichts Auffälliges.
Die großen blauen Augen, die Hase von der Mutter. Tja, die ist nur Ukatein, ihr Tod. Liegt hier auf Busenlücken, Karkow. Wäre nicht einfach für die Dänen. Und Herr Pettersen ist der auch lang nicht immer weggekommen. In früher Tiden, da ist Swanche Dach vor Dach hier gewesen an Graf. Wie wenn und wer. Bloß letztens ist sie gar nicht mehr kommen und hat der Mutter besorgt. Sehen Sie dann Zusammenhang mit den seltsamen Ereignissen? Nee? Nun, da bin ich überfragt. Und solche, wie soll ich sagen, solche Dinge interessieren mich nicht. Bei Swanche würde mich das jedenfalls sehr wundern. Nee, Herr Pettersen ist nicht zu sprechen. Nee, für die Presse auch nicht. Hey, ist nicht in Hus. Dort geht ja überhaupt nichts an, verstört Sie mich? Woher wollen Sie das denn wissen? Nee, das stimmt nicht. Und das dürfen Sie auch gar nicht schreiben. Da sag ich nichts zu. Das darf ich gar nicht. Den müssen Sie schon Herrn Martens fragen. Ja, Herr Martens, das ist der Onkel. Und Herr Pettersen, der ist auf der Polizei bei Herrn Rickmers. Nee, das können Sie nicht. Smerfinken. Von wegen klitzekleine Auskunft über das kleine Fräulein. Will sich ihr Slopstufe ankicken und das Bett aufknipsen. Das ist nicht schaum, die Swinjacken. Eckfeldor, nix zu sagen. Nee, gar nix. Wo habt ihr das denn nun wieder her? Ach, Anna. Na, die kann was beleben, die Leute Kröt. Ich hab to do, und das seht ihr doch. Lotze mich in Roger. Nee, da hab ich überhaupt kein Verständnis für. Da könnt ihr mit mir nicht morgen, verstaut sie? Und wenn sie auch bloß ein Foto. Weet sie, was denn passiert? Denn fällt ihr wunderschöne, schwarze Knipskassen ganz zufällig in meinen Trecker. Ist das klar? Ach, wat. An mir hätte ich nie nicht gedacht. Anders hast du sowas nicht mocht. Für ihn gut. Gut und für mich. Nee, nur sag ich nix mehr. Die hele Geschichte gab mir belitten auf den Senkel. Street, wie? Nee, wie heb kein Street hart. Wo kommst du da denn ab? Also hier hättest du schon wohl Piloten Ahlenrad auf. Ist schon wohl ansteckend, dürft mich. Nee, auch nicht ut Iversüg. Doch nicht, wegen so ein. Ob lässt also schon richtig enorm Böen. Nicht mehr ganz dicht. Ja, richtig. Nee, nu sech ich gar nix mehr. Hättest du das nu verstanden? Seht sie tun, dass sie in drei kriegt, sie Moslock! Das ist ja das Problem. Dieser Georg, Swanches Verehrer, ist ja selbst von unsicherem Selbstgefühl. Ihm gegenüber kann Swanche beherrschen sein. Sein Selbstbild ist das eines armen, schwachen, unwerten. Ja, Herr Inspektor, sie ist wohl mutterlos aufgewachsen. Die Haushälterin hat offensichtlich Mutterstelle an ihr vertreten, wie in männerbeherrschten Erfolgs- und leistungsorientierten Gesellschaften. Die Regel hatte sich Herr Pettersen vermutlich einen Sohn gewünscht, der zu höherem, das heißt dazu bestimmt gewesen wäre, die väterlichen Fantasien des Aufstiegs zu einem besseren Leben vollends zu verwirklichen, während es dem Vater nur gelungen
Schulungen war die erste Stufe solchen Aufstiegs aus dem ärmlichen Schiffermilieu zu erklimmen, nämlich einige Wohlhabenheit durch den Fischhandel. Statt eines ihm versagt gebliebenen Sohnes war nun Swantje Delegationsobjekt für ihres Vaters Aufstiegsfantasien geworden. Es tut mir leid, Herr Inspektor, aber ich muss im Interesse der Analyse etwas detaillierter vorgehen. In Ihrem Interesse wie in dem des Mädchens. Also lassen Sie mich bitte fortfahren. Träger elterlicher Delegationen zu sein, ist immer misslich, muss hier jedoch besonders zerstörerisch wirken. Das Swantje als Frau geboren, die Größenfantasien ihres Vaters nach der geltenden Herrschafts- und Geschlechtsordnung niemals selbst, sondern höchstens als Hilfsfigur des eigentlich gemeinten Mannes würde verwirklichen können. Ich nehme an, dass Sie mir bis hierher folgen konnten, Herr Rickmers. Swantje Pedersen konnte daher kein eigenes, unabhängiges Selbst erwerben, sondern musste als Kehrseite der ihr Delegierten für sie aber unerfüllbaren Größenfantasien starke Minderwertigkeitsvorstellungen entwickeln. So musste ihr ganzes Trachten darauf gerichtet sein, endlich der männlichen Komplementärfigur habhaft zu werden, durch die sie dem väterlichen Delegationsauftrag würde gerecht werden und in der sich zugleich ihre Minderwertigkeit als die Person, die sie war, in die erträumte Grandiosität auflösen würde. Wie Swantje in der Schule war, wollten Sie wissen? Tja, warum haben Sie denn das nicht gleich gesagt? Gut, sie war eine gute Schülerin. Nein, tut mir leid. Ich muss jetzt zum Unterricht. Ich pflege meine Klasse nicht warten zu lassen. Guten Tag, Herr Inspektor. Gestern hätte sie noch einen Köft bei mir. Tüfte, ein bisschen Knüpp, ein Viertel Salami und ein Stück vor den Edamer, jo. Und das Rundstücken. Nö, anders ist mir nichts abfallen. Ach so, ja, ein Buddel Wien hätte sie noch mitgenommen für ihren Onkel. Hängst gediegen, woher Martens doch anders wie mal Glutz Bier trinken, dat. Na ja. Wenn du mein Blutz nix mehr lördest. Wat ernstet, Minnig? Wenn so ein Blatt du lesen kriegt, du mutten ja jümmerglicks an so gräsige Sorgen denken. Was verlegen, jo? Wo sie doch du achtern enthüllt? Wo lang ist denn Fräulein Swantje all? Ach, nee, ob doch. Die arme Vater. Musikalisch ist sie ja gewesen. Und fleißig geübt hat sie auch. Mein Gott, wieso sag ich denn gewesen und hat? Ist ja wohl die Aufregung. Ja, wie gesagt, musikalisch. Aber nicht übermäßig begabt. Ihre Mutter hat damals ja noch im Kirchenchor gesungen. Hoher Sopran. An der hat sie wohl die Liebe zur Musik geerbt. Der Vater hat da schön richtiger Banause. Hat bloß das Geschäft im Kopf. Nix wie Fische und Profit. Wie das eben heute so ist, nicht? Aber Swantje, so nette Dern. Die war irgendwie ganz anders wie die meisten in ihrem Alter. Ich meine, ab und an, da kam sie mir schon ein bisschen komisch vor. Da war irgendwie kein Rankommen an sie. Sah
saß da und hat auch zugehört, aber doch auch wieder nicht. War am Dasitzen, als wenn sie was sieht, was unser einer nicht sehen kann. Nix. Immer noch nix. Tot verrückt werden. Vielleicht kommt ja morgen Postkort. Oder Italien oder Griechenland. Mir geht das Gold und ich komme bald wieder. Denn sieht doch eins gliegst ganz anders aus, wat? Ich sehe doch auch mal was, Herr Martens, dass ihr von diesen gräsigen Gedanken aufkommt. Ist mal ein Schibberwest. Der hat jümmer grüßen muss. Herr Gott, noch mal, diese hele verdammte Geschichte, Kunze Budenkops, ha überhaupt nichts anders in Sinn, als diesen ewig Verdammten, der ob alle Söben sehen, zu Hus wär. Und liegt das kein zu Hus, ha. Durch Sturm und bösen Wind verschlagen, irrt auf den Wassern er umher. Wie lange? Weiß er kaum zu sagen. Schon zählt er nicht die Jahre mehr. Er sucht mich auf. Ich muss ihn sehen. Mit ihm muss ich zugrunde gehen. Geld, du kaufst du die was. Kannst die selben utzöcken. So ein Junge, deren, die wünscht sich doch sorgen, wo so ein ohlen Knacker als ich gar nicht an denken da. Ist nicht so? Ah, du weißt doch am besten, was du wolltest, Wandi, oder? Du mein, Tito, gibt hat ein paar Kuchen und ein paar Wollensocken. Wenn du hochkommst, will ich noch ein Kleid für den Pop. Aber boah, Geld am Geburtstag. Ich weiß nicht. So ändert sich die Tiden. Na, Frau Else, nun mal sinnig. Ihr wollen Socken und das neue Poppenkleid schulze hätten. Von Söbentichsten. Gemeinsam, Mann. Ist doch erst ein paar Jahre her, da hättet ihr mal Sporen, Sporen und bloß kein Pen und nötig. Nu, was schall dat denn? Just von da an 20 ihren Geburtstag. Die schlechten Tiden hätt wie Gottlauf hart. Die Geschäften lobt Gott. Fisch ist hüdigen Dorks ne Eva. Fisch, dann ist ein Delikatesse. Und mein 20, die schall am Obeda hebben als wie. Was, Morgen, Richard? Recht hast du, Fischersfritze. Vergebung, viele der Größte. Gegen den Fisch kann nimm's gegen Ans denken. Ja, die lang Head let lang hang. Ach, Herr Petters. Ach, Gott, nu sabbelt wie alle hele Tiet als zwei Öle Fischwieber und der Hauptperson vergeht wieder bi. Swantje, hier, dat is mein Geschenk für di. Du pass mal ob. Der fliegende Holländer. Romantische Oper in drei Aufzügen von Richard Wagner. Dat schall di wohl gefallen, Swantje. Die Geschichte von Fliegen Holländer, die kennst du ja. Aber mit dieser Musik, ich sag dir... Richard, was soll so ein Junge der, der mit den ohlen Worten anfangen? Vielen Dank, du freu ich mich über. Weißt du, ich hab doch so einen Bog mit Sorgen und Legenden. Und du hast ein Bild in von Fliegen Holländer, wo er so an den Mast steigt, ob das unheimliche Schiff. Und das ist alles ganz düster. Und ein großer See kommt über. Helf ich mich Folgen ankicken. Weet ich ja, mein Dir. Darum helf ich dir die Platte mitbracht.
Dorland, ein norwegischer Seefahrer. Senta, seine Tochter. Will sie nicht mal alte Sohn noch an Bord, nur der Opa? Ich glaube, da hebt sie den pflegen Holländer auf dem Spielplan. Was meinst du, Fide? Das fehlt mir noch. Mein Tiet mit Opern vermählen. Mit mir nicht, du. Ja, wenn Freddy den pflegen Holländer singt und auch Plattisch, dann bin ich dabei. Du, sag mal, wo ist die denn auflegen? Hörst du nicht? Sie ist oben in der Kurve und hört sich der Platt an. Wer der Lieblingsoper von der Mutter? Du, mein Gewinner. Ist meist so als Feuer, als er gehört. Hör doch auf, Richard. Ich kann mich gut besinnen. Du und die Schwester, ihr werdet ja rein verrückt nur dessen Musik. Mehr in den Kriegen nach Hamburg und München und Bayreuth fort. Wagner-Oper mit Uniform und Orden. Festaufführung mit dem Führer. Ja, ja, ja. Und hier ging alles peu à peu in Dutt. Doch verstehst du nichts von. Wagner, das ist eben deutsche Kultur, deutsche Musik. Das hätte uns die Ivan nicht nehmen können und der Ami auch nicht. In den letzten Jahren damals, da hätte diese Musik und diese Kultur, die hätte uns überhaupt den Mut geben und die Kraft, dass wir nicht allens Hens melken hätten. So sieht das gut. Mach wen und du hast recht, ich verstehe da nichts von. Aber dann nut mir auch doch Frieden mit den Nazi-Komponisten. Viele so heftig das doch nicht mehr. Ist doch aber so. Nur Ollenbach in der Oper. Also wirklich. Weißt du, für was der Holländer Gott ist? Für das Frühstücksbrot. As Käse. Längst vergangener Zeiten spricht dieses Mädchens Bild zu mir. Wie ich's geträumt, seit bangen Ewigkeiten. Vor meinen Augen sehe ich's hier. Versank ich jetzt in wunderbares Träumen? Was ich erblicke, ist's ein Wahn? Eilt ich bisher in trügerischen Räumen? Brach des Erwachenstag heut an? Er steht vor mir, mit leidenvollen Zügen. Es spricht sein unerhörter Gram zu mir. Kann tiefen Mitleidsstimme mich belügen? Wie ich ihn oft gesehen, so steht er hier. Wohl kenn ich weibesheilge Pflichten. Sei drum getrost, unseliger Mann. Lass über die das Schicksal richten, die seinem Spruche trotzen kann. In meines Herzens höchster Reine kenn ich der treue Hochgeburt. Wem ich sie weih, schenk ich die eine, die Treue bis zum Tod. Welch holder Klang im mächtigen Gewühl. Hier, meine Hand. Und ohne Reue, bis in den Tod, gelob ich treu. Seemannsbraut ist die See. Ich hab wohl in Hamburg für... Sag nur es, Uther Pettersen. Fiau, auch für sei. Du, wenn ich will, dann köp ich diesen hellen Schietkrug auch noch ab. Lüt und lüt krieg ich noch unser Klo. Und du trinkst mit. Ja, komm, stell den Buddelbank links auf den Tisch. Tome Haudi. Guten Abend. Ein Bayer. Wir haben da alle dicht. Polizeisten. Mach die Tür, Tom, komm her.
wenn ihr hier dich macht, da bist du mich. Diese Krauch hört sie akkord 10 Sekunden, Mito. Sieht Mitternacht auf dem Porn, ist er klar? Auf der Klo ist weg, wegen. Hat Piebel an Bord? Ei, ei, Sir. Aber bloß ein Bier. Anders hab ich den Ärger. Jawohl, und du warst mit Mito Klauch wieder. Prost, Herr Mar. Prost? Als er über Nacht blieben wollte, ich hab noch neue Stufen mit Balkon und Blick über die See. Such's auf, Krüger. Putz ihn los und schenk noch ihn hin. Hey, du. Ja? Du bist doch Seemann, oder? Eigens, ja. Was hier ihr eigens? Bist du oder bist du nicht? Ich bin bloß zufällig hier. Geschäftlich. Geschäftlich? Mhm. Geschäft ist immer gut. Mach wen und wie kommt auch mal ein Geschäft miteinander? Das heißt, wenn sich das lohnt. Für mich. Prost! Ich bin Friedrich Pedersen. Beter bekannt als der Ole Fritz oder noch besser Fiete der Größte. Prost, Fritz. Ich bin Willem. Willem? Oder Wilhelm? Lagmann. Willem Lagmann. Klingt bann ich nur einen hollandschen Kaskopf. Ja, das mach wohl. Ist okay, Down. Du snackst platt und bist ein Seemann, du bist okay, Kaskopf. Jan Mord ist Jan Mord. Und Vierabend ist Vierabend. Ich bitte Sie, Herr Pedersen. Ja, indeed, du bist Norm, ja. Trink wie eben bei mir zu Hus wieder. Wilhelm, du kommst mit. Schlauch kommen, Herr Begröber. Und rein, Sailor. Du hast viel Platz, musst du wegen. Weil so ein einsam Wittmann ist, der hat ja immer viel Platz. Das sind dein Sömer und 60 Mark und Dati. Schrief an und nur blieben. Morgen kümmere ich alles ab. Mitsamt den klöderigen Sömer und 60 Mark und Dati. Komm, Wilhelm. Wie will du Hus? Ein lahm und krakehl wäre da den Hus. Die hele Nacht wären sie anzugen. Pedersen wär mit Mittagreden noch tun. Was hält Mittagreden? Das Swantje, wie Klock 2 mit dem Bus von der Schule käme. Das Gymnasium ist ja in der Stadt, nicht? Da sehen sie just beim Frühstück, Herr Pedersen und diese Fremde. Hallo, Swantje. Komm rein. Seh die Bios hin. Was ist denn mein Dern? Wer ist der Fremde? Sie, Willem, das ist er. Mein Söte, deren Swantje. Und das ist Herr Lagmann. Willem Lagmann. Seemann, so als ich das früher auch mal wär. Und Geschäftsmann. Er ist erstmal us Gast. Er weht noch nicht, wo lange ihr bleibt. Immer auf fernen, weiten Reisen. In fremden Ländern er, der Schätze viel gewann. Sag mal, was ist denn nun los? Hey, Swantje, wollt du's'n Gast nicht unten Dach senken? Er sucht mich auf. Ich muss ihn sehen. Mit ihm muss ich zugrunde gehen. Was löbst denn weg, Dian? Vater, ich weet, kein he is. Swantje. Hey, ist dat. Hey, ist komm. Bis in den Tod gelob ich treu. Hey, ist dat. Hey, ist komm. Bis in den Tod gelob ich treu. Sag mal, was schade, Krom. Du hast mir eben so gediegen angekriegen. Wir sind uns doch noch nie nicht bemerkt. Ich weiß aber, wen du bist. Dian. Ich kann mich nicht besinnen, dass wir uns immer sehen habt. Was weißt du? Tau nur mal Ruhe mit der Sprache. Ich weiß, wen du bist. Und was ich tun muss, die zu retten. Du wollt mir retten? Für was? Wieso? Du fragst mich? Wohl kenne ich dich. Wohl kenne ich dein Geschick. Ich kannte dich, als ich zuerst dich sah. Das Ende deiner Qual ist da. Ich bin's, durch deren Treu dein Heil du finden sollst. Ach, ein Gedicht.
Was sagst du denn, Gedicht? Ob hast du deine Show lehrt? Preis deinen Engel und sein Gebot. Hier stehe ich, treu dir bis zum Tod. Ich habe vor's wusst, dass du das bist. Sag, was träumst du? Was ist los mit dir, Swanche? Ich bin ganz zufällig hierher gekommen. Ich habe deinen Vater gestern Abend in Krug getroffen. Gut, er hat mich von dir erzählt und... Er hat doch recht, du bist wirklich schön. Wahrhaftig, wenn du was anderes wärst, mein Zeit, ich glaube... Wir kommen hier rein, welche in die verkicken. Naja, das wäre doch, was du hören wollt. So, und nun lass uns zurückkommen. Anders denkst ich, der Lüte noch was wie du und ich hier allein am Strand. Was rechst du dir so ab? Ich vertell keinen Menschen, wer du in Wahrheit bist. Wilhelm Lorkmann. Dein Geheimnis blieft bei mir. Ich bin bloß Wilhelm Lorkmann. 42 Jahre alt und Seemann. Du bist erst Wertheim, wenn ich den Vater richtig verstanden habe. Ich zumindest, ich habe kein Geheimnis. Was sagst du denn noch mal mit mir? Kickst mich bloß an mit den wunderschönen Augen. Naja, so ein blöd Geheimnis, das wärst bei jedem Menschen. Ach, und nun hast du mich mit den Snacken und Riemeln ganz vorgelegt, Maud. So viel Snacken tue ich anders nicht, da kannst du mich tun. Na gut, ich bin nicht in Geschäften hier, ich bin arbeitslos. Ja, ich soll einen Chef. Aber meine Papieren sind nicht ganz so, was sie wählen sollen und da ist das eben... nicht so ganz einfach, einen Dampfer zu kriegen. Na ja, da hätte ich mir gedacht, wenn Patterson mir das anbeten da, würde ich das nicht annehmen, ne? Weißt du, wenn du nach selben Johann dann erst mal über das Land unter der Feld hast, dann brauchst du ein Titi Trächte finden. Du siehst just so, dass in mein Bog. Ist wunderschön, das Bog. Mit Ole Biller und so, weißt du? Ist ein Aufstück von meiner Mutter. Der hat mir doch immer gut vorlesen, dass ich noch ganz lütt wär. Und noch gar nicht so richtig wüsst, was das alles zu bedüden hätte, was sie da anlesen wär. Aber was sie am liebsten vorlesen hätte, das wären die Geschichten. Die Geschichten? Ja, klar. Da können sie gar nicht noch von kriegen. Und ich auch nicht. Aber das... Da bildest du die Enddehren. Von mir gibt es keine Geschichten. Zumindest keine Geschichten, die du in den Büchern lesen kannst. Mutter hat sich immer die Zeit genommen und mir da was gut vorlesen. Das wären die schönsten Stunden an Dach. Wenn sie noch mir in die Stufe kämen und sich auf mein Bett kann sitzen, dann wären wir glücklich. Allbeit. Ich will nicht so leben als sie. Nie nicht. So ohne Sinn. Dach für Dach, so für sie kennen. Eben ohne Sinn. Ja, ich bin bang, wie man nur zurückkommen. Was hat sie für die dazulwige Don, was ich für die Don mut? Denn ha ihr Leben Sinn hat. Und sie wär glücklich und zufrieden in Dort gorn. Und nicht so einfach weggorn. Sie wuss alles von dir. Was du mockt und belebt hast. Alles. Just so, als ich das will. Komm. Wie Gordon beten langs den Strand und du vertellst mir von den Beläufnissen. Das fangen wir an zu regen. Mock doch nix. Komm. Ich will
ganz dicht blang, die Gorn. Leg doch den Arm um mich, ja? Komm. Du bist ein... So ein Dänas, du wirst mich noch nie nicht unterkommen. So jung, so leiflich und so... So sonderbar. Ich weiß gar nicht, wo ich das sehen soll. Da. Ach, der hat alle Blink für. Wie die Klippen. Da wird ich ein dröges Day. Die beiden sehen, Hef? Ja, klar, Hef, ich die sehen. Und das nicht zu knapp. Ich kann sie sagen, ein Schande wird es. Diese unrasierte, bleke Kirche, die schuld sich was Schaum mit so'n Küken rumzumucken. Das hat verraft in die Dach von die Lütte Pedersen. Ich meine, was da so um seine Strandkörper für sie galt, schon, das ist so bekannt. Und das wird noch mal ein Auto. Wo soll die jungen Dinger denn auch anders mal bitten, allein rumpussieren, ne? Ich bin ja an und für sich modern gestellt. Ich passe an, ob das doch nicht mehr passiert. Ich krieg ja alles mit. Ja. Aber die Dirn, die ist doch erst 4 Tage. Ja, und das ist doch gegen das Gesetz. Ja. Ja. Whoever gehört, sie sind verschwunden. Einfach weg. Die Polizei ist ja stuck. Macht sie nun ein Foto von mir? Mit Mangels dran, Körf? Da bin ich ja tun, ne? Und für das Geschäft wird ja auch kein Schaden, nicht? Hotels, Pensionen, Hafen, Bahnhöfe. Auch am Flughafen nichts. Rein gar nichts. Als ob es diesen Herrn aus Holland nie gegeben hätte. Überall Fehlanzeigen. Nicht die geringste Spur. Wenn ich die kleine Pettersen nicht kennen würde, müsste ich annehmen, das Ganze ist im besoffenen Kopf des Herrn Fischfabrikanten entstanden. Kein Tagebuch, kein Abschiedsbrief, nicht mal ein paar Zeilen. Nur dieses Textbuch aus der Schallplattenkassette mit den rot angestrichenen Stellen. Damit soll man nun Ermittlungen anstellen. Wenn das einer von meinen Kollegen hört, er lacht sich schief. Kriminalinspektor Rickmers mit Operntext auf Spurensuche. Na, es ist sicher auch völlig bedeutungslos. Vielleicht haben sie das im Musikunterricht. Schon möglich. Komischer Text. Naja, ist eben Oper. Aber wahrscheinlich sind die beiden einfach abgehauen. Kommt in den besten Familien vor. Aber dieser Text hier. Erfahre das Geschick, vor dem ich dich bewahr. Verdammt bin ich zum grässlichsten der Lose. Zehnfacher Tod wäre mir erwünschte Lust. Vom Fluch ein Weib allein kann mich erlösen. Ein Weib, das treu bis in den Tod mir hält. Wohl hast du Treue mir gelobt, doch vor dem Ewigen noch nicht. Das Geschick, das jene trifft, die mir die Treue brechen. Ewige Verdammnis ist ihr los. Zahllose Opfer fielen diesem Spruch durch mich. Du aber sollst gerettet sein. Leb wohl. Fahrhin mein Heil in Ewigkeit. Wohl kenn ich dich. Wohl kenn ich dein Geschick. Ich kannte dich, als ich zuerst dich sah. Das Ende deiner Qual ist da. Ich bin's, durch deren Treu dein Heil du finden sollst. Du kennst mich nicht, du ahnst nicht, wer ich bin. Befrag die Meere aller Zonen, befrag den Seemann, der den Ozean durchstrich. Er kennt dies Schiff, das Schrecken aller Frommen. Den fliegenden Haupt.
Wo, sagst du? Sprich doch etwas deutlicher. Bei den Klippen. Mein Hund ist sie tot. Ja, frag schnell nach, ich warte. Was für ein Ding. Hast recht für die Titelseite. Ja? Ja, ich höre dich. Augenblick. Vom Leuchtturm auf die Klippen. Sofort tot. Ja, ja, und der Kerl, dieser Holländer, ist der auch? Das Mädchen wahrscheinlich Selbstmord. Und von dem Kerl fehlt jede Spur. Ja, danke, das reicht erstmal. Den Rest, den stricke ich mir schon zusammen. Das ist doch klar. Jetzt bumsen die beiden. Dann kriegt er Manschetten, weil die Kleine noch minderjährig ist. Haut ab. Das Mädchen stürzt sich verzweifelt auf die Klippen. Aber prima, alles okay. Tschüss, Gerd. Bis später. Oh. Was gibt's denn jetzt schon wieder? Der Pflegenholländer hieß dieses Hörspiel von Michael Leinert in der niederdeutschen Übertragung von Jochen Schütt. Die Rollen und ihre Sprecher waren Svantje Pedersen, Silvia Wempner, Friedrich Pedersen, ihr Vater, Wolfgang Schenk, Richard Martens, ihr Onkel, Edgar Bessen, der Holländer, Uwe Friedrichsen. In weiteren Rollen hörten sie Ruth Bunkenburg, Hela Hinrichs, Ursula Hinrichs, Johanna Liebeneiner, Elsbeth Quintmeier, Hanna Köhler, Almut Sandstede, Hasso Henke, Hans-Jürgen Ott, Hans-Rolf Radula, Herbert Steinmetz und Klaus-Dieter Stenzel. Musikcollagen Thomas Hertel. Ton Fred Schnakenberg. Technik Dorit Gerlmann. Regieassistenz Angela Geritz. Und die Regie hatte Michael Leinert.